tosender Applaus für Schauspieler Robert Dölle. Er ist in diesem Jahr der glückliche Gewinner des Kurt-Meißel-Preises. Unfassbar, es ist unglaublich. Ich war auch in den Wochen vor der Verleihung eigentlich ganz entspannt und glücklich und jetzt in den letzten Tagen dann doch sehr aufgeregt und heute hier zu stehen und vor Hunderten von Menschen den Preis entgegennehmen zu dürfen, ist für mich sehr, sehr schön und zu schön, um wahr zu sein. Ärzte dürfen so etwas nicht tun. Das widerspricht diesem Eid und dem Ethos der Ärzteschaft. Wenn wir Ärzte beim Suizid helfen, wird es die Gesellschaft verändern. Wir werden anders über das Sterben denken. Verliehen wurde der Preis von den Resi-Freunden, den großen Fans des Hauses. Für sie der Höhepunkt der Saison. Weil wir dann eben Danke sagen können mit unseren Preisen an natürlich nur 3 ausgewählte Schauspieler, aber irgendwie auch ans ganze Haus. Die Würdigung gilt eigentlich dem ganzen Haus, der Arbeit für das Jahr. Es ist wieder meine Zeit, die Zeit ist heiß. Es ist wieder Zeit für die Kurt-Meißel. Es ist soweit. Das Ensemble des Residenztheaters wirkt jedes Jahr bei der Verleihung mit, und zwar mit einem vielfältigen Programm. Außerdem mit dabei Kunstminister Markus Blume. Theater ist menschengemacht. Und alles, was wir hier sehen, hängt von der individuellen, der persönlichen Höchstleistung ab. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und diese Leidenschaft zu spüren, Rollen nicht einfach nur anzunehmen und irgendwie runterzunullen, sondern sie zu leben und sich selbst dazu zu begeistern und dann das Publikum, das macht hier den Unterschied. Und deswegen gibt es so viele Freundinnen und Freunde des Residenztheaters. Die Freunde des Residenztheaters, das sind 540 Theaterbegeisterte, die das Resi mit Spenden und Vereinsbeiträgen unterstützen. Neben dem Kurt-Meißel-Preis wurden auch 2 Förderpreise verliehen. Und zwar an die Schauspieler Vincent zu Linden und Johannes Nussbaum. Es ist nicht gut, dass der Mensch zu tief in sich hineinblickt. Lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Im Endeffekt ist es eine schöne Bestätigung für das, was man tut. Ich meine, man macht es ja für die Leute. Und wenn die Leute sagen, hier, wir danken dir, dann ist das sauschön. Und wenn man dann so einen Preis kriegt von dem Publikum, die gesagt haben, ey, ihr habt uns irgendwie dieses Jahr berührt oder ergriffen oder irgendwie erreicht, dann ist das für uns total toll und eben, ja, ein verlängerter Applaus. Ich habe selten so unmittelbar, glaube ich, das Glück empfunden, gesehen zu werden. Das ist ein Privileg und man ist sich dessen bewusst und das ist was, ja, Berührendes. Eben die Kombi aus einem Preis vom Publikum selbst, sehr beruhigend, habe ich auch gesagt, nicht über die Köpfe hinweg, sondern rein irgendwie, da rein. Und dass man das bestätigt bekommt, ist natürlich total schön.